So. So, Hallöchen zu einem neuen Stream und zu einer neuen Folge. Sehr Hallöchen! schön. Hinter dir! Lol! Wow! Oh mein Gott! Lol, das beginnt ja schon mal wieder gut. Wie war das I? Erstmal die Ah, Achse da auch! auswählen. Was, wo? Lol, Wo? die. Oh, die springt von den Bäumen runter. Vorsicht, hinter dir! Ja, vor mir ist auch einer. Wir haben doch diesen Elektroschocker. Ist er tot? Das ist das gleiche von gestern. Ich weiß es nicht. Boah, ich glaube, ich muss aber auch mal die Qualität ein bisschen runterstellen, weil ich habe hier fast nur. Scheiße, jetzt. Weil die uns die ganze Zeit angreifen müssen, oder was? Oh, ist er tot? Ah, der ist tot. Oh, vielleicht habe ich den gerade am Baum enthauptet. Naja. Lebst du noch? Also, ich lebe noch. Interessante wäre jetzt, ob die KI sterben kann. Boah, ich habe eh schon auf. Oder dass man den immer wieder so ein bisschen beleben, wiederbeleben kann. Muss ich mal was ausprobieren. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber irgendwie. Es ist irgendwie lol, da kommt schon wieder einer daher gehüpft. Ich finde es aber so ein bisschen. Es hört sich vielleicht komisch an. Blöd, dass man am Anfang einen KI-Helfer hat. Das wäre irgendwie geiler, wenn man sich das. Wenn man den finden könnte oder befreien müsste oder sowas. Weil ja, am Anfang ein KI-Begleiter, ja, so mit Stöcken, ist zwar geil, aber es nimmt so ein bisschen das Survival-Ding weg. Ja, das ist einfach gleich mal so fünf Fische einfach da mal. Das sind überall so Typen. Überall. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. So, Einstellungen. So, die Frau ist tot. Und wir haben endlich mal eine nackte Frau. Mit diesem Shortkey, das müssen wir auch nochmal ausprobieren irgendwie. Ich brauche mal hier diesen Kopf von der. Nee, nee, nicht dahin. Da ist. Hau halt den Kopf da ab. So schwer kann es doch nicht sein. Wo ist der Kopf hin? Ja, der liegt doch da. Der Kopf ist weg. Nein, jetzt habe ich den eingesammelt. Das wollte ich nicht. Doch, wieso? Da kann man doch da diese Keule machen wahrscheinlich damit, oder? Ach ja, stimmt. Wo ist dieser Kopf? Da ist der Kopf. Hä? Ausrüsten? Ich hab meinen Kopf. Lol. Wo ist mein Kopf? Hier, schau schon mal her. Nice. Lol, guck dir, siehst du die Bewegung? Ja. Da tropft auch schön das Blut raus. Alter. Da kann man die ja dann abschrecken, so ein bisschen wahrscheinlich. Leicht, ja. Bleib weg. Alter, Digga, eigentlich ist das Forest total krank, weil, wenn du überlegst. Total geisteskrank. Erwart. Ich habe keinen Kopf, glaube ich. Ich habe keinen Kopf hier. Ich habe ein bisschen Blut auf deinen Kopf tropfen lassen, wenn das okay ist. Guck mal, warte. Bleib weg! Ist da noch Kopf dran? Nee, da ist kein Kopf mehr dran. Haben wir hier nicht noch eine andere Leiche irgendwo hier? Mal irgendwie. Aber die sind doch wieder nackt. Ja, hab ich gesagt. So, gleich mal gesperrt auf Twitch und YouTube. war hier nicht mal eine dritte Leiche? So, ich muss jetzt aber mal gucken, ob ich kann ich das. Ah, kann ich den Kopf nehmen? Und ich kann nur ausrüsten. Wie tue ich ihn da? Achso, ich müsste ihn ins Feuer schmeißen, ne? Den Kopf. Damit hat man Schädel gemacht, ne? Achso. Achso, stimmt. Man muss ja das irgendwie. Mühe. Ich muss mich ausruhen. Kann man sich am Flaggenfeuer ausruhen? Raw Kopf collected. Ja, ich mach auch. Ausrüsten. Der Geist ist krank. Hallo, hallo. Achso, oh, wenn man jetzt den Kopf... Wir lachen da drüber. Total gestört. Finde ich schon so pervers. Achso, ich kann jetzt nicht Stock... Ach, den Kopf kann ich gar nicht... Achso, den Kopf kann ich gar nicht aus... Okay. Kann jetzt so ein... Was ist denn das? Man könnte jetzt so ein Mini-Stock... Wenn ich jetzt I drauf bleibe... Aber der Elektroschock ist, glaube ich, nützlich, weil der kann man gut verteidigen, glaube ich, auch vom Wert her.
Lol. Aber ich glaube, meiner hat keinen Strom mehr. Leute, ich habe den Stock jetzt in den Boden gesteckt. Ah, okay. Da kann man wahrscheinlich einen Kopf jetzt draufstecken, oder? Kann ich mal verstehen? Wenn ich jetzt den Kopf hier nehme. Was baue ich denn da? Lol, was mache ich hier? Ich habe einen Zaun gebaut. Nice. Ah ja, ich könnte einen Kopf jetzt da drauf backen. Okay. Echt? Das mache ich jetzt hier nicht. Hinter dir. Lol, ist es gerade kaputt gegangen? Alter, wie viele Viecher hier mittlerweile sind, ne? Oh, was zum Teufel? Ja, da ist einer im Wald drin. Ja, aber mittlerweile sind es echt viele Viecher. Also, wenn das ja schon der Anfang ist, nicht schlecht. Ich mach mal ein Mini-Feuer, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Hallo? Ich muss mich noch ein bisschen dran konzentrieren hier. Dran gewöhnen. So, und dann hier einfach. Wo ist jetzt der Kopf hin? Alter, der blöde Kopf rollt hier mir eben. Kleines Feuerchen machen. Hallo. So, kann man sich da jetzt eigentlich am Feuer ausruhen? Hoher Kopf. Das war zu viel fürs Spiel. Bei mir hängt sich gerade das komplett. It's not responding. Ah, jetzt bist du wieder da, oder? Jetzt bin ich wieder da. What the fuck, Alter? Host is not responding. Oh, jetzt hängt's wieder. Eieieiei, okay. Ja, es war wieder gestanden. Oh shit. Oh. Alter, nee, Alter, das geht gerade gar nicht. Was hast du denn gemacht? Hast du gerade versucht, den Kopf da reinzuwerfen? Ja, hab ich. Ich hab den Kopf da reingeworfen. Ah ja, ich sehe ihn, ja. Alter, what the fuck. Okay, what the fuck. What the fuck. Das ist da. Ich hab's Menü geöffnet. Ich bin mir jetzt sicher. Also zumindest ist der Text weg, aber... Ei. Das ganze Spiel hat sich gerade aufgehangen bei mir. Also, sehr, sehr krass zumindest. Ja gut, wir haben ja nichts gemacht, es ist ja noch gespeichert von gestern. Also die ich hab drei... Blätter gesammelt. Ja, toll. Und ein Kopf. Aber das mit dem Kopf sollte man vielleicht... Also ich sag mal... Auf Steam heißt es, hey, da könnt ihr Bugs melden auf dieser Community-Ding. Also, könnt ihr sagen, hey, wenn man Kopf in den Feuer tun. Nee, das geht gerade gar nicht. Ich muss das Spiel neu starten. Das hat sich gerade bei mir voll aufgehangen, ja. Lol. Warte, ich muss mal ganz kurz. Bock hier diese Büsche hier zu geht's jetzt wieder? Nee. Hallo? Schauen wir mal ganz kurz. Also, dass man sich da so ein bisschen bewegen kann beim Rucksack, ist ja eigentlich ganz nett, die Idee, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn man einfach auf einen Blick den kompletten Rucksack sehen würde. Ich weiß nicht, würde ich glaube ich sogar das ein bisschen besser finden. Shiitake-Pilz, Kräuterseitling, Rovera, Schachtel. Ist denn jetzt eigentlich, was soll ich eigentlich suchen? Blätter. Da, Blätter. Kann ich denn da? Blätterrüstung. Ach, die gibt's auch wieder. Okay. Ah, ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin gerade ein Einstellungen. Wenn man zum Beispiel was jetzt reinlegt, dann sind alle Sachen, mit denen man es nicht kombinieren kann, sind dann so Striche drüber. So ausgegraut sozusagen. Ist auch ganz nett gemacht. Ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, irgendwie. Spielst du mit Filmkörnung oder ohne? Ich glaube, ich habe es nicht ausgemacht. Aber weil ich habe es gerade ausgemacht und das spielt sich nicht irgendwie schon anders aus.
Ja, immer, immer. Was ist denn Filmkrönung? Ah ja. Filmkörnung. Aus, anwenden. Ja. Ach, warte mal, kann ich jetzt eigentlich Grafik, kann ich es nochmal auf Ultra stellen? Sehe ich dann einen Unterschied? So, Ultra. Ja gut, also grafisch, ich weiß nicht, ob man jetzt einen Unterschied sieht. Ich habe mal ganz kurz auf Mittel gemacht, ob ich wollte wissen, ob es einen Unterschied gibt. Und holy shit, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Mittel und Hoch. Das geht gar nicht. Also Mittel, es geht gar nicht. Okay, ich habe es auf Ultra. Ich merke jetzt keinen ultimativen Unterschied, aber ich merke es auch keinen. Ich habe wegen der Performance ein bisschen runtergeschraubt auf Hoch. Weil ja, also beim Streaming geht's bei mir jetzt. Beim Aufnehmen auf 2K ist natürlich was anderes. Ja, ich nehme es halt auf 2K und habe jetzt 30 FPS. Ja, ja, okay, ja. Ist für jetzt hier Koop vielleicht gar nicht mehr so. Ist vielleicht gar nicht mehr so doof für Koop, aber Ach, das zeigt sogar auf die Viecher. Mhm. So, mein Kopf ist aber weg, ne? Ach so. Ich komme noch nicht so ganz klar mit dem ganzen da ist Steuer. Kopf. Das ist meiner. Du kannst nicht mehr Köpfe tragen. Da ist ein Kopf. Siehst du den Kopf? Ah ja. Achso, man kann nur einen Kopf tragen? Ist ja low. Ja, wo ist mein Kopf hin? Ich habe den jetzt fallen lassen und es ist ewig zu weit weggerollt. Wieso lässt du ihn fallen? Da liegt. Nee, das ist ein Stein. Auch ein Stein. Aber was ich nicht verstehe, wieso läuft eigentlich diese KI hinterher? Irgendwie. Wir haben doch. Ich hoffe einfach, wenn man mal ein Lager hat oder sowas, dass er dann da irgendwie bleibt. Weil er die ganze Zeit hinterherläuft, ist vielleicht auch nervig. Ja, man kann aber sagen, der kann hier bleiben. Bleib hier oder so, ja. Man kann ihm das sagen, aber ich. Ob es macht. Wäre halt cool, wenn man ihm so einen Bereich zuordnen könnte. Also auch wenn man sagt, hey, tu mal Bäume fällen, dass man sagen kann, ja, ja, hier stimmt, sind ja. Bäume. Das wäre geil. Weil ich das dann da sage, ach, das ist ein schöner Baum in unserer Siedlung. Gerade den tut er dann fällen, das fällt dann irgendwie auf ein Haus drauf oder so. Das wäre richtig der. Also das wäre mega nice, muss ich zugeben. Es wird schon langsam wieder dunkel. Ja, ich weiß. Wollen wir mal die Leichen hier also auf die Seite tun hier. Hier nicht noch eine Leiche hier. Obwohl die Leichen könnte man doch eigentlich wieder ins Feuer legen. Genau, stimmt. Gute Idee. Für Knochen oder so. Oh, okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Irgendwie, der wirft die zu weit weg. Aber brennen tun sie. Ah, sie brennen, ja. Passt. Schauen wir mal. Ich glaube, ich hätte noch einer hier. Wow, what the fucking hell, du dumme. Siehst du nicht, was wir mit deinen Kumpanen machen? Pass mal, lauf hier. Boah, sollen wir mal versuchen, die Nacht zu schlafen? Ja, da habe ich aber Angst, dass es despawnt, muss ich zugeben. Ja, warten wir noch ganz kurz. Ah, da ist eine. Lol, das ist ein Skelett. Nice. Die nehme ich jetzt da. Diese Knochen. Kann ich die Knochen nehmen? Ah, da. Fuck. Ah, ja, wundervoll. Wundervoll. Oh, ich bin voll, glaube ich. Wenn ich jetzt mein Inventar ausbreite und das. Hallo? Und das Licht anmache. Siehst du das Licht? Von meinem. Nee. Oh, da neben dir ist eine Frau. Wo ist es weg? Ja, dann halt's ab. Du kannst nicht mehr Knochen tragen. Nee, ich sehe das Licht nicht. Kombinieren. Was können wir damit machen? Knochenrüstung. Bräuchte ich das Heil. Du bist durstig. Nein. Ja, das ist jetzt schlecht. Was haben wir da? Drei Stück. Ja. Dann bräuchte ich theoretisch noch Seil? Echt? Ich nicht mal irgendein Seil? Was ist denn das? Oh! Und? Vorsicht! Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man hier. Obwohl, kann man überhaupt schlafen? Wenn die Viecher in der Nähe sind. Das ist eine sehr gute Frage, aber da waren ja so viele Viecher. Wow, shit!
Oh lol, da war irgendwas. Gleich ins Feuer mit den Leuten, wir brauchen irgendwo niedrige Gesundheit, ich bin gleich tot. Echt jetzt? Hast du nicht irgendwie, hast du nicht so ein paar Riegel oder sowas? Medizin, Essen. Wow, Gott, fuck! Jetzt bin ich aber, jetzt bin ich ein Treffer noch, dann bin ich tot. Jetzt ist grenzwertig, jetzt bleibt mir alles schwarz. Ich habe noch so Probleme mit meinen, Dingen, mit meinem. Die Medizin geht langsam noch um. Können wir einfach mal schlafen? Komm mal her, wir versuchen ja zu schlafen, ob es geht. Also bei Star Wars 1 war es Z übrigens, ne? Ah ja, wunderbar. Ja. Okay, jetzt habe ich riesen Hunger. Jetzt muss ich mal ganz kurz im Inventar gucken. Ach Mann! Ja, ich esse mal kurz einen Müsli-Riegel. Ich auch. Oder ich esse das ganze Meal-Ding. Essen, let's go. Energie, ja, obwohl ich erst einfach gleich nochmal in. Ja, ich lass mal. Und Wasser war ja unten da irgendwo. Da irgendwo, ja. Genau. Kann ich jetzt hier? Kann ich hier gleich. Leute, ich habe jetzt irgendein lila Ding. Keine Ahnung. Aber Wasser ist natürlich. Wir hätten Wodka. Bringt das vielleicht was? Ne, ich würde es eben. Warte, da kann ich trinken. Da kann ich trinken. Achso, Wodka kann man eh nicht trinken. Kann man nur kombinieren. Ist ja bitter. Ist ja richtig mies. Meine ganzen Knochen können wir jetzt nicht mitnehmen. Oh, kann man nicht zum Typen sagen, der soll was tragen? Wo ist denn der? Was ist denn überhaupt? Der ist unten da irgendwo. Da ist er. Den kann man doch sagen, der soll was tragen. Jetzt pass auf. Nimm Gegenstand. Oh. Ach so. Mhm. Okay, kann man dem da so Knochen geben dann? Verstehe. Nimm Gegenstand. Mhm. Hä, aber bei mir ist. Hä? Wieso ist der jetzt weggegangen? Das müssten wir da wahrscheinlich dann Knochen reinlegen. Nimm Gegenstand. Nee, das tue ich nicht. Aber ich hab hier nichts. Wie kriegen die das Zeug in die Mappe rein? Das ist jetzt die Frage, was er alles mitnehmen kann. Anscheinend kann er Knochen dann nicht nehmen? Oh, Scheiße! Das ist wieder ein Golfcar. Gehen wir ganz kurz nochmal zum warte mal, eigentlich geht's in. Oh, das ist schade. Die Spinnnetze kann man nicht anzünden. Wo war denn jetzt dieses fucking. Ach, das ne. Ich würde ehrlich gesagt einfach mal weiter. Ach doch, jetzt komm, komm noch mal her. Jetzt probieren wir es nochmal. Nimm Gegenstand. Scheiße, das Fleisch ist verrott. Ich bin tot. Kann ich ja wiederholen. Hold E to respawn. Das ist jetzt irgendwie fies, muss ich sagen. Weil das sind so viele von den Viechern. Digga, wir sollten mal weiterziehen vielleicht. Vielleicht ist das ja deren Gebiet oder sowas. Also da. Ist ja dieser Ping, ne, mit dieser Höhle, ich weiß nicht. Wollen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter erkunden? Ah, scheiße. Ja. Das redet ihr wieder in-game. Oder magst du direkt in die Höhle? Wollen wir mal zur Küste vorgehen? Also ja, das ist eine gute Idee, das haben wir beim ersten Teil A gemacht, ja. Will ich auch machen, komm, let's go. Aua! Motherfucker! Komm schon! Aua! Alter, die haben mich ja richtig gedamaged. Wie viel Leben ich verloren habe. Mit einem Schlag. Aua! Alter Mann, du drehst dich um und der haut dir so vor den Rücken rein. Ich klick's an. Benutzen. Ja moin! Achso, ich wollte gerade sagen, die Medizin bringt ja mal gar nichts, aber das ist so ein. Regenerationsding, das dauert ein bisschen. Okay, let's go, ich gehe jetzt einfach mal. Das bringt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit an derselben Stelle stehen. Vielleicht ist die Stelle auch einfach kacke. Ah, das sind Blaubeeren, das ist sehr gut. Aber das hat doch auch was gegen Durst geholfen, oder? Blaubeeren? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein, ja. Lass mal ein bisschen was.
Hier ist so ein kleiner Bach. Kann man daraus trinken? Nee. Ja, kann man. Man muss ein bisschen wie beim ersten Teil so ein bisschen nach unten gehen, rumsuchen. Guck, hier kann ich trinken, wenn ich hier ist irgendwie. Kann ich sogar im Stehen. Ich kann nix. Mir zeigt zwar nix an. Also nicht, stell dich mal hin, dann geht's, glaube ich. Nee. Okay. Ich kann trinken. Ich nicht. Sehr schön. Gehe ich an eine andere Stelle vom Bach, vielleicht habe ich hier mehr Chancen. Nee. Nö. So, lol. Anscheinend geht das, wenn du einen Speer in der Hand hast, nicht. Jetzt habe ich einen Speer weggetan und jetzt geht's plötzlich. Ach so, okay. So, vom Trinken her mäßig bin ich voll. Also Essen, ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendein Reh oder so wäre schon mal ganz nice, muss ich sagen. Nachvollziehbar. Da bin ich voll bei dir. Oder Fisch oder sowas. Ja, dann Lagerfeuer machen, ja. Müssen wir mal gucken. Also einen Notfallriegel habe ich noch. Einen Notfallriegel habe ich auch noch. Das Fleisch, was ich hatte, ist leider verrottet. Aha, Wasserfall ist. Aha, Blaubeeren. Wenn du die jetzt isst, sind die dann weg oder kann ich auch noch mal essen? Kannst auch noch mal essen, glaube ich. Ja, wunderbar. Oder? Oh, ich habe sie jetzt nicht gegessen, sondern ich habe sie nur aufgesammelt. Blaubeeren essen. Ah, oh, sehr gut. Also mir geht's wieder gut. Mir geht's wieder super gut. Bestimmt eine geheime Höhle, oder? Ah, ich sehe gar nichts. Lol. Sandstrand. Cooler Wasserdampf. Da ist irgendwas Rotes im Wasser. Das zieht mich gerade magisch an. Automatisch. Okay. Lass mich mal gucken. Yeah. Das Rot ist immer. Ah, da hinten. Mhm. Ja, vielleicht so eine Rettungsinsel oder wie man das nennt. Aber hier hätte man schon viel Platz, was zu bauen, ne? Das stimmt, aber das Problem ist halt, dass die Bäume halt wieder so weit weg sind. Oder die haben diesmal mit Absicht nicht so richtige. Lol. Erst ist halt jetzt die Frage, was wir bauen wollen, aber letztes Mal. Ja, das ist Musik. What the fuck? Oh, das ist richtig Meat. Nice. Oh. Nein, nicht essen. Oh, ich habe aus Versehen gegessen. Ah doch, ich hab's gebraucht. Eine Plane. Nice. Sehr schön. Seil, Essen. Digga, weißt du, was mich gerade nervt? Da liegen Plastikflaschen und man kann die scheiß Plastikflaschen nicht nehmen. Dieser Gaskocher hier wäre auch ganz nice, muss ich sagen. Ja, eigentlich schon. Das ist richtig dämlich. Aber nein, das Geld kann man nehmen. Das Geld kann man nehmen. Wie dumm. Oh, was war das? Ah, Pistolen aufs Hotz. Okay. Die Uhr, die ist auch wichtig. Geld und Uhren, das ist wichtig. Die Granate. Wieso aber kann ich jetzt eigentlich nicht diesen Audioplayer mitnehmen? Wäre auch noch geil. Das stimmt, ja. Nice. So, ich mache aber gleich wieder hier eine Rüstung. Weißt du, was jetzt bitter wäre, wenn jetzt YouTuber oder Twitch das wieder claimen wegen Copyright? Ja, dann mach mal lieber aus, die Scheiße. 1, 2, 3, 4. Ah, das ist fucking Müll. Nein, mir fehlt irgendwas. Scheiße. Oh, was ist das? Was ist das? Du hast keine Kämmern, Max? LOL! LOL, das habe ich gar nicht gecheckt. Das ist natürlich jetzt belastend. Ja. Gut. Das. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt noch im Hin. Oh, fuck. Geht das jetzt noch im Nachgang? Ich war jetzt nicht eingesteckt. Ah, sicher geht das. Und nochmal neu starten, dann gilt es immer noch als ein Stream, glaube ich, ne? Oder? So, steck doch einfach an und dann guck, ob es was sofort findet. Das
ist ja natürlich jetzt. Ne, er kennst du leider nicht gleich. Da müsste man, glaube ich, OBS neu starten. Das ist irgendwie doof jetzt. Oder was? Nicht speichern. Eigenschaften. Wenn ich das hier so ändere, nochmal so. Ah, jetzt müsste es, glaube ich, sein. Ich glaube, jetzt müsste die Kamera, glaube ich, an sein. Geh mal auf, einfach mal, dass man es auch im Stream sieht. Ja, passt. Anscheinend. Ich muss zugeben, ich will zwar zu diesem roten Ding auf dem Meer, aber gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst. Hier ist Heil. Ah, jetzt habe ich mittlere Maustaste gedrückt zu markieren. Das ist schon. Man kann markieren. Nein, ich wollte markieren, aber so, das hat natürlich nicht geklappt. Ich traue mich nur nicht richtig so ins Meer rein, muss ich zugeben. Nee, mit Orcas und Hai. Ich bin nur schon. Ah, Fleisch. Kann man tauchen? Ja. Sehen tut man gar nichts unter Wasser. Boah, ich glaube, da müsste man fast ein Floß bauen. Das ist schon weit draußen. Ja, ist schon sehr weit draußen. Ne? Nicht, dass die Ausdauer auch irgendwie. Ich traue mich auch nicht so richtig, muss ich zugeben. Ja, wir können es uns ja merken. Ich kann ja mal auf der Map. Kann man auf dem Handy markieren? Lol, das ist sogar markiert. Da ist ein I markiert. Also so, das ist bereits markiert. Okay. Interesting. Also wenn das sogar markiert ist, schon okay. Gehe ich davon aus, dass da wirklich was dazwischen ist, dass man da nicht einfach hinschwimmen kann. Ich gehe mal weiter. Schauen wir mal. Okay. Wenn ich auf die Map gucke und ein bisschen rauszoome, da ist ja auch unser Heli markiert. Und wenn ich jetzt schon überlege, der Heli ist schon ganz schön weit weg. Also wir sind schon gut gelaufen bis jetzt, ne? Ist gar nicht mehr so nah. Ja, das sind ja drei Sachen, die jetzt so aufblinken. Ja. Magst du zu einem anderen Ding gehen? Nee, da hinten noch vier. Okay. Also wären da irgendwie so Peilsender oder sowas vielleicht sogar. Ja, von das kann sein, ja. Vielleicht oder so? Das kann sein, ja. Sollen wir mal zu, sollen wir mal zu so einem Ding gehen? Waren wir ja gestern, da wäre eine Höhle gewesen, ne? Aber wir können auch gerne mal. Achso, du meinst die Blinkdinger? Ich rede von den lila Markierungen dort auf der Map. Siehst du da vorne die lila Markierung? Ja. Da, also vor uns jetzt, da können wir mal hingucken, oder? Also nördlich von diesem Blinkeding. Genau. Würde ich auch sagen. Das ist mitten auf dem Land. Ja. Mach mal. Genau, wunderbar. Das heißt eigentlich die ganze Zeit erstmal am Strand entlang gehen. Ja. Hast du jetzt eigentlich irgendwas Neues gecraftet? Nur einmal Rüstung, aber das war instant wieder weg, als er mich gehauen hat, also. Okay. Und jetzt fehlt mir irgendwie Kleben oder sowas. Kleber oder so. Man kann doch auch diese Blätterrüstung machen. Jetzt mal kurz gucken. Stimmt, da war mal was, ja, Blätterrüstung. Da brauche ich aber auch Stoff. Ah, da brauchen wir jetzt Stoff. Ich glaube, beim ersten Teil war es, glaube ich, nur Blatt. Ja, deswegen war die ja so simpel, ne? Ja. Deswegen konnte man eine Rüstung immer instant haben. Hm. Naja, schade. Schön. Diese Feuerstöcke, also irgendwie, also diese Stöcke, für was eigentlich? Da ist schon mal ein Boot, da ist ein Seil. Seil ist schon mal gut. Weißt du, was ich mich gerade frage? Man hat ja rechts unten vier Symbole. Durst, Hunger, Müdigkeit. Das andere mit dem Arm, Stärke. Was soll das darstellen? Ich hab wie viel man im Inventar hat? Oder also, dass man dann irgendwann nicht mehr tragen kann oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, Münzen, okay. Das sind Heidelbeeren, die kann ich auch essen. Das sind Heidelbeeren, auch Samen, das ist sehr nice. Ich merke schon, die 30 Minuten Folgen, da machst du nichts wieder. Es ist wieder genau das gleiche wie beim ersten Teil.
Dass du 30 Minuten lang einfach nichts machst. Oh, Huckler, war bei dir auch? Ja. Ja, das wird noch interessant, weil ich muss ehrlich zugeben, wenn du aufnimmst auf 2K, also 4K, so 2K, es reißt schon viel von der Performance, muss ich zugeben. Das glaube ich. Ja gut, aber wenn man jetzt hier baut, ist glaube ich doof, weil sie dann über diese Klippen ja auch hier runterspringen könnten. Dann ja, am Strand weiß ich nicht, ob ich bauen wollen würde. Oh, okay. Leiche. Kann man das Buch hier nehmen? Ach, guck mal, der Token. Eine Konserve. Ja gut. Konserve, Konserve. Knochen. Oh. Habe ich voll, aber, lol. Ein Hase. Schade. Schädel collected. Aha. Ja, ja, ich hab auch schon zwei Schädel. Ja. Dann. Kombinieren. Was kann man alles mitmachen? Handgefertigte Keule. Genau, dann. Das da. Und das. Ja. Du brauchst noch Seil. Keule? Ach, Seil ist das, lol. Ja. Kombinieren. Seil. Da, Seil. Sehr schön. Also die Animation ist natürlich ganz nice eigentlich, muss ich sagen. Das stimmt, da gebe ich dir sogar recht. Schaden. Hält sich in Grenzen, diese Keule, muss ich sagen. Das ist ja gut, die Axt eigentlich schon fast. Gut, der Schaden ist ein bisschen höher, aber. Ja, der Schaden ist ein bisschen höher. Und Verteidigung. Die Verteidigung ist auch ein bisschen minimal. Nee, die ist gleich, aber sie ist langsamer. Es ist jetzt schwer, wenn man nicht direkt vergleichen kann. Und weil keine Zahlen sind, deswegen ist es. Also ich glaube, man kann sagen, es ist kein Risikounterschied. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ah, lol. Hm? Die Dinger kann man kaputt machen. Da ist Zeug drin. Ne, nicht die Dinger, sondern richtige Holzkisten. Das Geld. Ah ja. Okay. Sieht aber auch nice aus, wie die kaputt gehen. Also. Ja, sieht sehr schön aus. Cool, aber nochmal Konserven dran. Das ist wichtig. Sehr schön. Also man muss sagen, ist jetzt schon sehr detailverliebt mit den Animationen und so. Also hat zwar noch vielleicht ein bisschen seine technischen Macken, aber. Das stimmt. Ja, ich muss ein bisschen gucken, weil ich muss unbedingt die Performance ein bisschen verbessern. Das fällt mir jetzt. Es ist mir gestern gar nicht so aufgefallen, aber heute merke ich das schon krass. Also jetzt. Geht's, also immer noch so ein bisschen Mini-Ruckloss und so, aber es geht. Hast du deine Frames an? Siehst du, wie viele Frames du? Nein, das sehe ich jetzt, habe ich jetzt nicht im Game an. Okay. Aber ich bin halt schon sehr weit unten, muss ich zugeben, und ich sehe das per Auge sogar, wenn ich behaupten, dass meine... Kann man das in-game anmachen? Ich weiß nicht, ich hab's immer an, also ich hab's bei jedem Spiel an, aber das ist ja bei mir durch... ich hab's einfach aktiviert, glaube ich, bei GeForce Experience habe ich das aktiviert, glaube ich, und deswegen ist es immer an, und das ist ja geil, weil es echt minimalst oben rechts ist und beim Stream sieht man es nicht, da ist es auch nicht störend, also... Mhm. Okay, aber ich habe jetzt die ganze Zeit so... 30 FPS, sogar teilweise 20, und das ist schon sehr wenig. Das ist krass, ja. Es ist halt zu viel, was das machen muss, weil die ganzen Büsche und sowas, das ist schon krass, was es das zieht. Ah, das ist ein Heidelbeeren. Das noch andere Bären irgendwie. Ja, die Bären. Achso, ja, gut, aber ich vorsichtig, die sammle ich bloß mal. Ja. Ah, das ist wieder Heidelbeeren. Wo denn? Zack. Ah ja. Zack. Zack. Auch verschiedene Animationen, das ist auch ganz nice. Und noch Pilze, die nehme ich mal mit. Pilze. Fliegenpilze. Jo. Knollenblätterpilz sogar. Kennst du dich da aus oder was? Stand links unten, was man sammelt. Nee, aber ich meine, so sogar, weißt du, so als hättest, kennst du die Pilze, so dass man. Also der Name sagt mir schon was. Ja. Aber es hat für mich eigentlich irgendwie dann wie ein Fliegenpilz ausgesprochen. Wir müssen eher in die Richtung. Ich dachte, dass ein Knollenblätterpilz nicht so rötlich ist. Naja. Ich glaube, die Entwickler haben einfach keine Ahnung. Sehe ich da eine Lichtung? Sehe ich da unseren Bauplatz? Oh. Ja, das könnte schon mal ganz nice sein. Vor allem mit den Bergen im Hintergrund hat auch was, muss ich sagen. Ja.
das Meer ist immer, ich glaube, die Wassernähe braucht man, glaube ich, gar nicht. Nee, nicht zwingend, ehrlich gesagt. Also ein Teich wäre eigentlich. Ein Teich wäre ganz besser. Nice, aber. Ja. Und ich meine, da wäre ja eigentlich der Fluss jetzt nicht Lichtung? So weit weg. Ich glaube, mal auf der Map, können wir uns das mal merken? Ja, ich glaube, so ein bisschen da, wo es so ein bisschen reingeht. Warte, da ist ein Reh, das müssen wir jagen. Let's go. Ich muss unbedingt nachschauen, ob man. Bleib da. Scheiße, jetzt rennt's weg. Da liegt irgendwer. Oder ist eine Leiche? Noch eine Granate. Wie viele Granaten man findet. Ja, mach mir ein bisschen Gedanken. Ich wollte gerade sagen, der Helm ist geil, aber wahrscheinlich haben wir so einen Helm schon längst auf. Theoretisch. Nee, ich glaube nicht. Eigentlich ist richtig dämlich. Der Tanzzapfen auf seinem Teller? Der Tanzzapfen auf seinem Teller, oder? Der Tanzzapfen. Ja, überall liegen hier Tanzzapfen. Nochmal ein paar Beeren. Wieso kann man diesen Helm nicht nehmen? Das ist echt schade. Mit so Nachtsicht oder so. Ja, wäre geil. So Nachtsicht in dem Game. Aber wer weiß, vielleicht kommt sowas, ja. Aber, vielleicht kommt da noch sowas. Aber das kann doch jetzt keiner sein, der mit einem Helikopter abgestürzt ist oder so, oder? Weil sonst wären da ja keine Knochen. Also das muss ja dann jemand anderes sein. Wir müssten uns ein bisschen links halten, oder gehst du zum Reh? Nee, ich wollte eigentlich genau diese Richtung. Also rechts von uns ist irgendwas Pingendes, aber lass uns wir wollten ja zum Lila-Ding gehen. Ich glaube, das sind so spezielle... Ich glaube, Lila ist vielleicht Quest und das blinkende... Ah! Was? Bleib da. Scheiße. Bleib da. Du dumme Sau. Du backst fest. Ich krieg dich. Haha, man kann den Reh hinterherlaufen. Ich hab's. Nice. Das ist wieder so ein Viech. Scheiße. Nein, die Keule bitte nehmen. Oh, was machst du denn jetzt? Also Viech ist böser... Böses Krabbelviech. Mitbewohner? Böses Krabbelviech. Da am Baum. Ah ja, da ist er. So, haben wir das auch... eigentlich, wieso gehe ich mit meiner Keule? Also, wie schaut es mit dem Hunger bei dir aus? Bei mir geht's jetzt, weil ich ein bisschen... What the fuck? Hat auch gerade so gerufen bei dir? Ja. Ey, es ist mal synchron. Sehr gut. Stimmt, das war ja beim ersten Teil nie synchron, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, die Map hat schon eine gewisse Größe schon. Also man geht jetzt doch einiges. Schön. Ja, aber vom ersten Teil war auch schon ziemlich groß, aber halt mehr. Oh, das ist ein Baby. Naja. Was, das ist schon Babys? Survival of the fittest. Ich meine Rehbaby. Scheiße. Also ich muss zugeben, also ich brauche irgendwie mein Zeug, will ich auf 1, 2, 3, 4 haben. Ich finde es furchtbar, die ganze Zeit I zu drücken. Ja. Naja, was muss. Heute hast du nochmal Glück gehabt, du Viech. Ja, wie war das denn gleich wieder beim ersten Teil? Weil irgendwie... Ja, beim ersten Teil war es aber auch so kompliziert. Steuern, das haben wir auch erstmal suchen müssen, ne? Boah, weil irgendwie... Ja, wäre nervig, wenn man irgendwie, ja. Bleib stehen, Reh. Wow. Verpisse dich. Hier ist ein Lager, wo ich bin. Ja, ich weiß, ich renne gerade das Reh hinterher, weil der hat noch einen Speer. Bleib stehen. Ich bin schneller wie das Reh. Oh, ja, shit. Ja, ich bin schneller wie ein Reh. Na, da wurde einer verspeist. Aber eigentlich total unlogisch. Ah ja, okay, aber irgendwann ist die Ausdauer weg. Okay, das... Ah, hier kann man speichern.
Ja, okay, ich komme wieder zurück. Mein Speer läuft gerade weg. Ich muss aber unbedingt an einem Performance was machen. Mein Speer läuft weg. Ja, ist ja wirklich so. Aha, okay, interessant, wenn ich jetzt meinen Ding in der Hand habe, ne, jetzt piepst da irgendwie, wenn ich hier im Lager stehe. Da ist ein Tor, so, das ist echt ekelhaft. So. Ich speichere mal kurz hier. Ja. Eine sehr gute Idee, bevor es abschmiert. Ah, wenn ich jetzt näher zu diesem lila Ding hingehe, das geht es immer schneller. Piep, 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 piep. Okay. Oh ja, es wird heißer, heißer, heißer. Kommst du? Mhm. Bei mir flippt das Ding total aus, aber hier ist ja gar nichts. Genau hier bei mir. Das hier. Das ist ein Kreuz. Stoff. Kann man hier vielleicht buddeln? Braucht man hier vielleicht eine Schaufel oder sowas? Das kann sein. Aha. Okay. Okay. Aber. Aber ich bin das Teil jetzt. Nichtsdestotrotz ist hier auch eine Lichtung. Mehrere neue Anleitungen im Inventar. Blätterrüstung, Fackel, handgemachter Bogen. Lederbeutel öffnen. Was kann ich damit machen? Öffnen. Lederbeutel öffnen. Schauen wir mal. Zeitbombe. Ah. Boah, mach dein Ding aus. Das geht mir voll auf den Sack. Das ist nicht meins. Das ist, glaube ich, wenn man Inventar aufmacht. Echt jetzt? Wenn ich jetzt Inventar öffne? Gibt es. Oh, Alter! Echt? Wir müssen ja raus, ja. Wir müssen aus diesem Radius raus, ja. Oh, der Kopf ist verrottet, natürlich. Scheiße. Ja, der Köpfe haben Haltbarkeitsdaten? Lol. Moment, man kann Katzenfutter. Ja, stimmt, man kann Katzen halten dann vielleicht? Okay. Ich gehe mal ein bisschen raus hier und gehe mal in diese Lichtung, die wir gefunden haben. Fackel, Tierhautrüstung, Molotow-Cocktail. Ah ja, okay. Die könnte man auch bauen. Hier ist eigentlich auch ganz schön. So. Was jetzt? So. Ich brauche das hier. Du bist müde. Ich brauche das hier und ich brauche. Dumm. Nice. Was craftest du dir so schönes? Einen Bogen. Oh, nice. Okay, und dann haben wir einen Bogen. Einen Bogen haben wir. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Was geht hier ab? Du kleiner. So, der ist tot. Paar Beeren. Dann machen wir nochmal das Ding auf. Zack, zack. Hey, wie viel Munition zack. Man findet. Also man muss hier schon gut Waffen kriegen, ne? Also. Naja. Art. Tech-Rüstung. Okay, krass. Man kann eine Tech-Rüstung. Nice. Dein Pfeil, was brauche ich denn? 4 Steine? 2 Stöcke?
Und zwei Fehler. Nice. Okay. Sehr schön. Vier Steine. Aha. Habe ich überhaupt vier Steine? Brauche ich da die kleinen Steine oder die großen? Die kleinen Steine, ja. Okay. Habe ich die? Wo liegen die denn? Oh, da, gut. Kleiner Stein. Davon habe ich. Gut, Reparaturwerkzeug brauchen wir jetzt noch nicht. Ach, ein Draht. Draht, Zeitbombe, Deckrüstung. Okay. Vier Stück davon, okay. Kann man die großen Steine vielleicht zerkleinern? Geht das? Ich würde aber jetzt die erste Folge wieder beenden. Es war jetzt für die zweite Folge, muss ich zugeben, es tut mir furchtbar leid, dass es so geruckelt hat teilweise. Es ärgert mich gerade selber tierisch. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie bessern kann. Ohne die Grafik runterzuschrauben. Weil ich meine, es kann ja nicht sein. Ich habe eine 2070 RTX. Also das wär schon, also. Ne? Ich meine, ja, ich nehme zwar nebenbei auf, aber die empfohlene Hardware-Ausrüstung, die ist sogar noch unter meiner. Also. Ja. Naja. Und dass OBS dann Aufnahme so viel zieht, dass das hier sogar schon ruckelt, finde ich dann schon hardcore. Ja gut, aber dann bedanke ich mich bei der zweiten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist jetzt nicht viel passiert, man hat ein bisschen den Wald erkundet, ein bisschen mit Crafting. Ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten Folgen auch erstmal so weitergeht. Und hoffentlich sieht man es nicht in der dritten Folge. Und damit, danke fürs Zuschauen. Bis zur Folge 3. Ciao. Tschaikowski.